Ja, ich freue mich, dass du da bist, denn heute geht es um meine Manga-Bestellung, was ich bei Kazé bestellt habe. Das Ganze hatte ich am 5. Mai bestellt und erst jetzt kriege ich das Ganze per Post zugeschickt. Ja, ich habe mir da 5 Mangas gekauft zu der Serie und dazu gab es dann auch ein Shiginchi als Extra. Ja, seid gespannt. Auf geht's. Ich habe hier als erstes Devil's Line Band 2. Da geht es auch weiter mit Part 2, habe ich irgendwie so verstanden. Also eine Fortsetzung zu der Serie. Dann habe ich als nächstes Haikyuu Band 3. Anfangs habe ich das Ganze unterschätzt und jetzt verfolge ich das Ganze, weil das irgendwie Spaß macht. Dann habe ich eine Serie, was sehr beliebt ist, und zwar Spy X Family Band 5. Als nächstes Jujutsu Kaisen Band 3. Und zu der letzten habe ich hier bis das auch wieder Band 3, ja. 3, 3, 3. Ja, das war noch nicht alles. Das, was ausverkauft war, ist das hier, ihr Lieben. Und deswegen kriege ich das Ganze per Post zugeschickt. Und zwar habe ich hier als erstes Beastars mit der Unterschrift, wo drauf steht 10 Jahre Gazé, was jetzt nicht mehr ist, sondern Crunchyroll. Devil's Line wieder mit Unterschrift. Ja. Als nächstes Haikyuu. Jujutsu Kaisen. Ich liebe dieses Motiv. Sieht cool aus. Und zu guter Letzt Spy X Family. Das hatte ich auf der Messe nicht mehr bekommen. Hiu. So sieht es aus. Ja, wie gesagt, das hat lange gedauert, aber es hat sich gelohnt. Mal sehen, was als nächstes kommt. Ja, und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst einen Däumchen da und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin. Peace.